Hallo, Freunde der Dunkelheit. Ja, wie ich schon in der Ansprache gerade sagte, ja, es ist dunkel. Naja, es wurde impliziert. Irgendwo. Oder ich habe euch betitelt mit. Ist auch egal. So, Lux. Lux ist immer noch das Ziel. Beziehungsweise ein Lux. Nur ein Foto von einem Lux. Ist es sinnvoll, das bei Nacht zu machen? Who knows? Aber bestimmt. Oder ist das für Brieftauben? Konnt ihr sehen? Oder schläft da oben irgendwer? Ich weiß es nicht. Eigentlich kann ich doch mal hier die andere nehmen, oder? Die hier, oh, hier gab es doch teurere. Die habe ich normalerweise hier drin. Ich würde dann aber gerne die hier nehmen. Ja, okay, wir bringen ja auch nichts. Stimmt ja. Ethikbonus, klappt sowieso ab der zweiten Waffe erst mit dem, für die... Ah, für die können wir eigentlich mal gucken. Ranger 243. Wir nehmen einfach das teurere Geschoss. 243, ja. Nehmen wir mal her. Ne, 217 Huntsman ist das. Ja, habe ich die... oh Gott, habe ich die vertauscht? Tatsächlich. Nee, stimmt gar nicht, hier die Huntsman, ja. 270. Ach, die habe ich sowieso. Okay, jetzt habe ich da ewig viele von, ne? Geht eigentlich. Nun gut. Ich muss eigentlich nach Norden, ne? Eher wieder. Also wir können natürlich noch ein Stück nach Süden, aber... Naja. Was dreht das Ding eigentlich hier so durch? Ja. So. Eigentlich müssen wir uns nur einen Außenposten hier suchen, wo wir hingehen. Außenposten sage ich schon, hier so ein Hochsitz oder so, und dann pfeifen wir ein bisschen. Hier hätten wir natürlich auch noch Platz. Guck mal, die sind auch noch da. Die gehen einfach nicht weg. Was ist denn hier los? Sonst sind die immer relativ schnell wieder weg. Wieder. Einen Big Punkt setzen. Ach, das ist ja gar nicht so weit. Das sieht, irgendwie dachte ich, es wäre gerade weiter. Dann können wir auch erstmal zu dem gehen. Ist ja auch nicht so wild. Was brennt da in der Ferne? Ein Wildschwein. Oh, interessant. Bei uns waren erst welche hier auf dem Marktplatz. Ich weiß nicht, wie die in die Stadt gekommen sind. Aber es wurden einige Leute angefallen von denen. Und dem einen wurde ein Stück Finger abgebissen. Ja. Es waren Wildschweine bei uns in der Stadt. Auf dem Marktplatz. Und keiner weiß, wie die hingekommen sind. Also, was ist keiner? Ich weiß es nicht. Und es schien auch nicht so, als ob irgendwer das zu wissen schien, den ich gefragt hatte. Das war ein bisschen weird. Besonders weil, ja, der eine Arbeitskollege meinte, ja, da war gerade ein, ein Typ da, der meinte, er wird vom Wildschwein angefangen. Ich so, was? Ist das ernsthaft oder ist das ein, Patient, der auffällig ist? Okay, ich möchte gern trotzdem zu dem... Ah, das ist... Ach, verdammt.
Wir müssen jetzt wirklich, wirklich, wirklich leise und wirklich ruhig sein hier. Also, weil der ist recht nah dran. Er ist schon weggelaufen, was ich nicht hoffe. Das Licht macht übrigens keinen Unterschied. Also ob wir es nun anhaben oder nicht. Das macht keinen Unterschied. Nur, dass wir mehr sehen. Das ist der Unterschied. Da ist er. Da ist er. Alex, keep your distance. Have your camera ready. Very good. Your camera skills are serviceable. Now, see if you can harvest the links. Anatoly requires a specimen for dissection. With anthrax in the area, we need to keep a close eye on the health of these animals. Ernsthaft, mit dem Kaliber habe ich den nicht. Krass. Doch, wurde doch. Ich hätte jetzt gesagt, der kippt instant um, aber das war nun nicht der Fall. Da ist er. Okay. I am impressed. Ja, natürlich ist der Ethikbonus niedrig. I'm easily impressed. Kidding. Your ace is all the way. Anatoly thanks you for a perfect specimen. Okay, hat auch eine sehr dünne Wirbelsäule, muss man auch mal gucken. Sehr kleines Herz, sehr mittig gelegen. Mit leichter, mit der Spitze, die etwas nach links geht. Nächste Mission, was sollen wir machen? Schön. Ich dachte echt, die wären scheuer. Also ich meine, die hat uns ja gesagt, dass sie gleich bei einem kleinen Geräusch abhauen, aber das war jetzt in diesem Fall überhaupt nicht so. Da wir immer noch im Lessenland sind und hier auch Wildschweine. Was heißt ein paar Wildschweine? Rumor has it that boars are invading this region. Maybe the lynx pushed them here. Maybe the storm. Either way, this area can't sustain them. Create hunting pressure in the area marked on the hunter mate. Send them home. Speaking of sending things home, the police sent a drone up after I called and my missing team has been found. The night before the storm, a pair of bears invaded the camp and ran them off without their gear. They're coming back frostbitten and several kilograms leaner, but they're alive. Truly miraculous. I hope you don't mind that I shared your role in their rescue. They called you a hero. If you're lucky, some of them will name their babies after you. Klar. What if these might be the same pack of boars you chased away earlier? You and these boars need to stop meeting like this. Hä? Es ist verdammt schwer, bei Nacht zu sehen. Komisch, ne? Schon ein bisschen weird. Wo ist der Elchen? Hier war eine Elchkuh. Die scheint sich verzogen zu haben. Da. Gut, das ist natürlich genau Geruchsrichtung hier. Das ist natürlich ein bisschen... Das sehen wir natürlich auch hier wegen dem Wind.
Aber naja. Kommen die von woanders. Da haben wir den Lux fotografiert. Oh, es hat aufgehört zu schneien. Oh, so können wir besser Bewegungen hier irgendwie. Oh ne, es fängt weiter an wieder. Ausschau halten. Ausschau halten. Das haben wir schon am Anfang mal gemerkt, die sind relativ schwer zu locken, ne? Die ganzen Feuer hier machen, sind verwirrend. Sind da Außenposten? Da. Did you know that in Texas some people hunt wild hogs with helicopters and full auto machine guns? I've seen clips. Ah, America. People post them online. Not judging, but come on. Where is the sport in that? Boars confirmed. Harvest a few. That should push them north where they belong. Drei Stück. Oh, warum verschwinden? Ja, okay, sie kommen nicht wirklich näher. Sie verschwinden eher wieder. Ja, das haben wir. Würde mich jetzt interessieren, ob es die anderen interessiert, dass ich jetzt Pfeife, Geräusche mache. Ob die wiederkommen. Ja, Nummer 1. Ja. Können ja auch von woanders kommen. Wir warten das mal ab. Das rennt ja nicht mehr weg. Ja. Ich hätte mir mal überlegt, irgendwie kleine Headphones hier zur Musik hören, sind eigentlich gar nicht schlecht im Game. Aber doch, sind sie eigentlich, weil man wirklich auf alles, man muss auch hören, jeweils auf kleine Distanz. Ja. Hm. Warte mal. Ah, ne, hat sie erledigt. Also wenn sie hier wären, hätten wir jetzt schon einen Warnruf bekommen. Es könnte sogar ein Bahnhof sein. Tatsächlich.
Och man. Kannst nicht mehr ordentlich springen hier. Das war ein Elch. Ich habe keine schlechte Sicht von hier, von daher ist dieser Ort gar nicht so verkehrt. Falsch, das ist schon wieder ein Elch, das will ich nicht. Yes. Was sind denn für Wolken, die so schnell vorbeiziehen? Nein, es ist, ja, Schnee, Staub, whatever. Also wenn die da sind, haben die uns garantiert gerochen. Ach verdammt, da ist sogar eins gewesen. Noch eins. Siberian boars have balls. Harvesting one will not push them out. Keep hunting. Come back. Also Hocke reicht mir. Ja. Falsch. Wie ich das? Ja, wollen wir erstmal nochmal einmal hier Chirö machen. Und zack. So. Ich könnte natürlich jetzt auch rankriechen und so, aber genau wie eben, man kann es einfach nicht sehen, aber sie werden hier noch in der Nähe sein. Und wir haben ja auch jetzt mitbekommen, dass die Tröte auf jeden Fall Wirkung zeigt. Irgendwie ist das angenehmer als das Licht. Also wenn man Licht anhat hier. Ha. Okay, hier ist ein Tier. Ich hab's gehört. Oder ist es ein kleines gewesen? So ein... Da. Oha. Jetzt geht's aber los hier. Oh. Okay. Still they do not flee. These boars are as stubborn as my babushka.
Almost. Harvest one more and I bet they'll turn tail. Ja, bestimmt. Beste Taktik ever. Auf dem Stein liegen, sowieso. Man wird kaum gesehen und... Ja. Hat auch kein Geräusch und hat einen guten Überblick. Ja. Für die Ferne natürlich. Ohne Taschenlampe. Wir auch ganz genau gleich zuhören, ob wir hier irgendwo ein Schweinchen hören. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Hallo? Hallo. Na gut, dann nochmal. Okay, die sind sehr nah hier irgendwo. Ich bin mir noch nicht sicher, wo. Da. Mission nach Mission. You've pushed the pack north towards Zvirolova Hill or Trumpets Hill. As it happens, our work is taking you in the same direction. Was? Wo muss ich hin? Oha. Das ist aber weit weg. Wir könnten ja erstmal Missionen hier in der Nähe machen, ne? Oh, 4 Stück haben wir ja heute noch. Südöstlichen Hügeln von Rybatski. Ja, die Bezeichnung... Okay, das ist wahrscheinlich hier unten. Check your hunter mate. I've marked another outpost to visit. Stay alert for any sign of Chuchunya or Baba Yaga or some other supernatural figna. Or, more likely, poachers who want to rob you. Also, ich weiß auch gar nicht, was für eine Waffe wir da gerade nehmen sollen. Ja, ne? Wildschwein.
kann eigentlich gleich mal, wir können eigentlich hier nachgucken. Wir können hier nachgucken, eine Guides. Das machen wir nämlich mal schnell. Waffenklassen und Wild. Aha, perfekt. Wir haben direkt alles hier auf dem ersten Blick. Also das sind die Werte, okay. Wildschwein gehört hierzu. Zu Huntsman auch, okay. Hä? Nee, das macht keinen Sinn. Achso, im Grün. Huntsman, doch. Aber Rothirsch ist auch die Region Magnum, ja. Na, die Huntsman auf jeden Fall. Entweder die 2 hier oder die 3, je nachdem, was wir wollen. Also meine, auf den Tasten, auf Tastenbelegung meine ich jetzt. So. Wildschweine. Wo gibt's hier welche? Ich weiß es nicht. Warte mal, wir können uns mal einen Ort markieren. Und wir gehen von da aus mal lang. Because why not? Und außerdem können wir es jetzt mal wieder. Ah ne, wir haben es letztes erst Nacht werden lassen, ne? Ist schon gut. Dann jagen wir bei Nacht. Richtig. Ich hatte das Gefühl, weil ich jetzt einen Tag nicht aufgenommen hatte, dass es die ganze Zeit Nacht war. Eigentlich kann ich hier mit der Tröte rumlaufen und immer wieder hier die Tiere anlocken, wenn es klappt. Also in Hoffnung, dass ich irgendwann noch einen Warnruf oder so höre und einen Brunftschrei. Ich hätte es mir weitaus interessanter bei Nacht vorgestellt. Oder dunkler auf jeden Fall. Aber macht ja auch Sinn, durch den ganzen Schnee und so, dass natürlich mehr Licht vom Mond reflektiert wird, beziehungsweise, ja, nicht, dass der Mond selber ein emittierendes, also emittierendes oder eine Lichtquelle ist, sondern, ne, ihr wisst, was ich meine. Sonne, Mond, Schnee. Der natürliche Rhythmus. Der natürliche Weg des Lichts. Auge. Ach, Auge fehlt am Ende noch. Ne? Ja. Naja, ist auch egal. So, sind jetzt mal hier. Wildschweinspuren? Nein, die sind zu groß. Das ist ein Elch. Ein Tor. Was? Ach so. Uninteressant, Moschustier. Zack.
Wunderbar. Ha, okay. So viele Fragezeichenorte. So. Hör mal auf zu antworten, Moschustier. Du. Exakt. Den mal ziehe. Und dann vielleicht erwischen wir einen Hochsitz. Und vielleicht sehen wir es ja auch von hier. Ja, wobei, da wird irgendwas vor sein. Und auch zu weit weg. Ja. Schade. Oh, hier mit dem Quad mal runterfahren. Dann auch richtig landen. Nächstes Mal vielleicht. Wenn ich dran denke. Ah, Spuren. Das bringt nicht, wenn ich die ganze Zeit hier pfeife und renne, aber... Ja, naja, macht ja nichts. Wieder hier. Mach kurz Tierchen. Tja. 300 Meter noch. Und das kann ich auch nicht zuordnen. Ist das ein... was ist das? Also, ja gut. Wölfe, haben wir am Anfang gelernt, sind hier vertrieben worden. Aber... es wäre trotzdem interessant, wenn man hier mal ein, zwei Wölfe hätte noch. An sich ist es egal. Also, ne? Aber wäre trotzdem interessant. Und Ethik wird hier nochmal eine ganz andere Rolle spielen, wenn es hier auch Jungtiere geben würde. Also man, ich würde eine Mechanik einbauen, dass ein Tier, das die Waffe blockiert. Falls man auf ein Jungtier schießen wollen würde. Aber das macht die Immersion so ein bisschen, das macht es realistischer, dass du halt eine Elchmutter mit ihrer, mit ihrem Elchkalb hast. Ja. Das finde ich eigentlich gar nicht so doof. Na gut. Naja, egal. Na, okay, ich hatte mit dem Hochsitz, auf dem Hochsitz gehofft. Ist ja fast gut. Also nicht wirklich.